Hi Leute, ich bin's wieder mit Dirk Lange hier und wir sind immer noch im Kraftraum und wir haben schon sehr viele Themen angesprochen zum Thema Krafttraining, Aufwärmen. Und eine Frage, die ich jetzt noch heute habe, ist, wie geht man denn mit verletzten Sportlern um oder wie schützt man die Sportler vor Verletzungen? Eigentlich sollten Sportler gar nicht verletzt werden, weil vor allen Dingen die körperliche Fitness ein der perfekte Verletzungsschützer ist, denn wenn jemand unfit ist, verletzt er sich eher. Das heißt also, ein trainierter Sportler wird sich viel weniger verletzen wie ein untrainierter Sportler. Und das ist tatsächlich so, man muss die physische Fitness, diese Kraft permanent trainieren, man darf nicht mit zu hohen Gewichten einsteigen. Natürlich müssen wir ein ganzheitliches Training wählen, aber das muss eben individuell auf den Einzelnen abgestimmt sein. Wenn Verletzungen auftreten, ist es in der Regel zu spät und sicherlich ein Fehler des Programms, was vorher ablief. Wie sollten wir jetzt als Trainer mit unseren Sportlern zu Hause im Jugendalter starten, um später einmal dann möglichst top ausgebildete Hochleistungsathleten auszubilden? Ja, es dreht sich natürlich bei Jugendlichen in erster Linie darum, den Bewegungsablauf zu bekommen. Wir sollten nicht mit zu schweren Gewichten starten, aber wie gesagt, auch nicht mit zu geringen Gewichten, weil jeder Sportler anders in seinem biologischen Alter ist, sodass wir dort schon große Unterschiede haben. Ich würde aber tatsächlich schon, wenn der Sportler die Bewegung gut drauf hat, mit Serien beginnen, die sicherlich nicht in einem oder zwei Wiederholungsbereichen liegen, sondern zwischen 10 und 15 Wiederholungen sind, aber schon in einem relevanten und richtigen Ausführungsbereich. Und was wären für dich jetzt aus Trainersicht die drei größten Fehler, die man im Kraftraum begehen kann? Grundsätzlich die größten Fehler ist nicht zu trainieren. Muss man tatsächlich sagen. Die zweiten Fehler ist, verkehrt zu trainieren. Verkehrt heißt, dass man, wie gesagt, verkehrte Gewichte nimmt. Ja. Und der dritte Fehler ist, dass man vielleicht nach langen Pausen, die man vielleicht bedingt durch Verletzung oder durch Ferienzeiten dazwischen hat, sofort wieder zu hart einsteigt. Also Krafttraining muss ein kontinuierlicher Prozess sein, von Anfang bis zum Ende und kann sogar bis an den Wettkampftag herangeführt werden. Wenn wir noch einen kleinen Punkt kurz ansprechen, Stichwort Krafttraining und Athletiktraining. Wie oft kann ich ein Athletiktraining pro Woche durchführen? Gibt es aber vielleicht eine Differenz zum Krafttraining oder brauche ich im Krafttraining vielleicht eine längere Pause für meine Muskulatur? Richtig, natürlich, da habe ich ja gesagt, wenn wir Profisportler haben, die in sehr hohe Belastungsbereiche gehen, die brauchen gar nicht und können wahrscheinlich auch gar nicht so häufig Krafttraining machen wie jemand, der in ihrem Anfängerbereich ist. Sicherlich identifiziere ich auch nicht Anfängerbereich als Krafttraining im Sinne von olympische Heberübungen nur machen, sondern wird eben viel Bauch-Rückenstabilität gemacht. Es wird viele Basisübungen dort angegangen, währenddessen die Profis tatsächlich genau das, was sie brauchen, abtrainieren und die Sprinter zum Beispiel klar im Bereich der Muskelmasse, der Zuwachs und natürlich auch der Kraftzuwachs arbeiten. Und da ist sicherlich dreimal Training die Woche genug. Bei Jugendlichen, die können sie viel häufiger trainieren. Und gerade nochmal das Thema, zum Beispiel einfach vorgeschaltet vor einer Wassereinheit, ein bisschen Bauch-Rücken. Das kann man wahrscheinlich auch nahezu täglich ausführen, oder? Bauch-Rücken oder Core-Stabilität, das ist die Mutter unseres Schwimmsports. Das heißt, wer Schwächen hat, gerade in diesem Bereich, unterer Rücken oder im Bauchmuskelbereich, wird die technischen Ausführungen gar nicht so hinbekommen, wie er es hinbekommen soll, weil er einfach eben nicht die Spannung halten kann im Wasser, wo er sie tatsächlich halten muss. Er wird dann irgendwo technische Probleme kriegen, nicht weil er die Technik nicht kann, sondern einfach weil er physisch nicht vorbereitet ist. Das heißt, ich gehe dann vor meinem Wassertraining kurz auf die Matte und mache 50 Sit-Ups. Das wäre schon mal ein Anfang, aber wir sollten mit 50 anfangen und dann sich eine Null dazu machen. Also 500-600 Wiederholungen sollte eigentlich jeder gut trainierte Sportler schaffen. Das heißt, nicht nur 500 Sit-Ups machen, sondern das zwar in einer Vielzahl von Übungen, aber sicherlich 20, 30 Minuten wäre schon anzuraten. Das ist mal eine Ansage, Leute. Also ja, mit 50 Sit-Ups kommt man nicht allzu weit, sondern da braucht man ein bisschen mehr. Richtig. Sie sehen es an den Weltklasse-Sportlern, die sehen ja nicht gerade schlapp aus auf der Brust, sondern die haben einen schönen Körper in der Regel, weil sie gute Muskulatur haben, gerade im Bauchbereich. Also die haben eben die Sixpacks und die kriegen sie ja nicht umsonst, sondern die kriegen die deshalb, weil sie auch trainieren. Also, Leute, runter vom Sofa und ab ins Gym. Also, ja, wieder unfassbar viele Informationen. Ich hoffe, die Videos helfen euch alle weiter. Auch dieses Video hat wieder sehr viel für euch parat. Und ich bedanke mich wie immer bei dir, Dirk, und danke fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat es gefallen.